Herzlich willkommen auf meinem Bastelkanal, ihr Lieben. Basteln für die Seele, ganz wichtig für mich und es ist immer wichtiger geworden, wie viele von euch wissen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß, viele neue Ideen und auch viel Freude an meinen kleinen Ausflügen mit den Hunden. Hallo, hallo ihr Lieben. Ich melde mich mit einem kleinen Bastelfilm, beziehungsweise stell mal eben die Uhr, dass ich das nicht länger mache als nötig, weil ich habe noch andere Sachen heute zu erledigen. Aber ich denke, es ist das Einfachste, wenn ich das auf diese Art mache. Zuallererst möchte ich mich ganz herzlich bedanken, weil ich nenne nur die Vornamen, weil einige letztens bitterböse waren. Ich hätte angeblich Nachnamen genannt, also ich nenne jetzt keine Nachnamen mehr. Vielen herzlichen Dank, Silke, Marlene, Elisabeth, Monika und Iris. Vielen, vielen Dank. Ihr habt mir über PayPal.me für Mia was geschickt und ich nehme es sehr, sehr gerne an. Wirklich dankend nehme ich es an. Ich kann es gut gebrauchen. Ich will euch gerne auf den neuesten Stand der Dinge halten. Ihr wisst, dass der erste Besuch fast 140 Euro gekostet hat. Und heute habe ich eine andere Ärztin aufgesucht. Und da war ich noch nie vorher. Ja, die hat dann auch wieder heute, der heutige Besuch hat auch schon wieder 99,40, also 100 Euro gekostet. Knapp 20 Euro das Gespräch, was sie hat, so untersucht worden und so weiter. Und Ultraschall kostet da 63 Euro. Ich mache das extra deutlich, damit mir nicht einer hinterher noch sagt, das stimmt alles nicht, ne? Weil ich erlebe gerade wirklich interessante Dinge, muss ich ganz offen ehrlich zugeben. So, das ist der Stand der Dinge. Das sind die Finanzen. Also ihr seht, mir rauscht es gerade wirklich komplett um die Ohren alles. Mia hat die Gebärmutter, kann man nicht sehen, sie blutet mittlerweile. Was aber nicht der Fall war. Meines Wissens war sie schon war sie schon heiß. Man kann es aber nicht richtig sehen. Nichtsdestotrotz hat sie einen so großen Tumor, wo man klar umgrenzt, wo man nicht weiß, hängt der am Darm, wo hängt der fest, kann man auf dem Ultraschall nicht sehen. Man sieht nur, dass das so ein Oschi ist, so groß wie ein Tennisball, würde ich denken. So, jetzt kommt ihr. Ja, sie hat auch damit jetzt erst am nächsten Mittwoch einen Termin. Ich bleibe bei der letzten Ärztin, weil, ja, ich, ganz ehrlich, ich weiß, ich bin so ein bisschen ratlos langsam, ja. Ich kann das kurz zeigen, das habe ich fertig gemacht. So, da sind zwei Sachen, da sind jeweils zwei so Reiter dran gekommen. Kann man hier einstecken. So, Moment, da braucht man ein bisschen Geduld, aber es passt rein, es passt gut rein. So, einmal hat man hier den Reiter und wenn man hier umschlägt, hat man den nächsten, ne? Kann man gut rausnehmen, finde ich, ne? Kann man gut bedienen. Ja, also Mia ist, ja, man weiß nicht, was es ist. Es könnte zur Not auch noch vielleicht eine Zyste sein oder Abszess oder man weiß es wirklich nicht, man kann es nicht sehen. Auf jeden Fall wird sie operiert und tja, da ist das Ende nach oben hin offen, was da auf uns zukommt. Und die Ärztin ist ja jetzt für mich neu, aber ich werde das auch vor der OP mit ihr besprechen. Wenn da ein Befund ist, der dazu Anlass gibt, dass der Hund nur noch ganz geringe Lebenschancen hat und zu 99% oder 95% wieder der Krebs zurückkommt dann, wenn es Krebs sein sollte oder Krebs sich aussieht, dann sollte sie in der Narkose liegen lassen. Ja, ich bin nicht in der Lage, diese fiese Matenten mitzumachen, die andere machen. Ich höre das und ich will jetzt keine Kritik, um Gottes Willen. Jeder soll das so handhaben, wie er das für richtig hält. Ich würde für mich nicht mal so viel Geld ausgeben, ganz ehrlich. Ich habe es auch nicht. Es ist nicht eine Wollenssache und trotz aller Bitten, ich habe jetzt gerade die Vorbesuche noch nicht mal bezahlt. Ich wollte das nur mal so erwähnen. Aber ist egal, alles gut. Warum habe ich das jetzt so klein gefaltet? Ach, das war so die Gewohnheit gerade, ne? Das war irgendwie, habe ich gar nicht so richtig über nachgedacht. Aber egal, dann machen wir es mal wieder klein. Habe ich da noch irgendwas, was ich vielleicht draufkleben könnte? Ich guck mal eben, was haben wir denn da? Ist irgendwie. Ach nee, das Schild ist zu schade. Das ist zu schade. Hier ist was. Auch ein Schild. Nö.
Macht ja nicht so großen Sinn, ne? So ein Schild einfach da drauf. Habe ich was Besseres? Ja, ich weiß es nicht. Ich kann es euch nicht sagen. Ich habe nichts mehr. Ach, natürlich habe ich was, aber ich muss es erstmal finden. Sweet passt nicht drauf. Zu groß. Oh, wie schade. So, dann hätte ich hier noch irgendeinen Spruch. Was steht da denn? Writing is seeing, it's pay attention. Ist auch zu groß für dieses hier. Aber das könnten wir da mit draufkleben. Dann hätten wir das schon mal ganz schön. Ja. Ja, also es reißt nicht ab bei mir hier. Es ist wirklich, ich selber kann es nicht fassen, dass jetzt der Hund womöglich auch noch Krebs hat. Also ich kann es nicht glauben. Ich bin wirklich, ja, ich meine, Gebärmuttervereiterung, das ist nicht so ungewöhnlich bei einer Hündin. Das haben wir ja schon mehrfach auch gehabt. Das ist nichts Ungewöhnliches, alles gut. Aber ja, ich weiß nicht, was ich noch sagen könnte. Ich weiß es einfach nicht mehr. Ich bin sprachlos. So, die Karte machen wir da rein. Aber jetzt habe ich nichts hierfür. Das ist doof. Lass mal kurz überlegen. Können wir denn irgendeine Karte zerschnibbeln? Nee, das können wir nicht. Das sieht dann auch blöde aus. Was habe ich da denn hier? Ach, das ist nur so. Och, Mensch. Ist ja doof. Ich habe nichts, was ich draufkleben könnte gerade. Okay, notfalls könnte man es ja auch stenzeln, stempeln, irgend sowas, ne? Könnte man auch machen. Können wir mal nach oben hinschieben. So, jetzt suchen wir hier noch ein Kärtchen oder irgendwas, was wir noch zusätzlich reinschieben können. Guck mal, hier habe ich doch noch sowas. Da habe ich schon mal eins. Das ist ein bisschen komisch, finde ich. Das ist so dünn, das lässt sich schlecht machen. Das ist dicker. Das ist schön. Das könnte man auch noch nehmen. Das ist wieder leider ganz, ganz dünn. Diese ganz, ganz dünnen Sachen kann ich da leider nicht so gut gebrauchen im Moment. Das können wir wegtun, ne? Müssen wir einmal richtig durchsortieren. Das hilft ja nichts. Dünne, dünne, dünne Sachen. Dünne, dünne, dünne Sachen. Dünne, dünne, dünne. Und die, und die, und die. Und die, und die, und die. Auch dünn. Okay. Ich habe ein paar dickere rausgelegt. Aber mal gucken, wie weit wir damit kommen. Sonst habe ich da noch mehr liegen. Ich muss schauen. Ich muss gucken. Ja. Ich weiß nicht, was ich sagen soll noch langsam. Tut mir leid, ich weiß es nicht. Ich kann nicht mehr viel sagen inzwischen. Ich bin einfach nicht mehr in der Lage, irgendwas zu sagen, wenn es danach geht. Ja, ich kann es nicht mehr. Ich runde das auch ab und werde das so mit einschieben. Gucken wir mal. Hier so, so gesammelte Werke. So, und das wird zu viel, das müssen wir anders machen. Da könnten wir das noch mit reingeben. Ja. Dann habe ich eine andere Sache. Moment, ich will das eben zu Ende machen. Dann kann ich weiterreden. Also, es ist interessant, was manche Leute sich herausnehmen. Das muss ich jetzt ganz offen ehrlich sagen. Ich hatte bei Facebook geschrieben, dass ich, also der erste Eintrag, dass mir halt so krank ist und so weiter. Und dann kam eine auf die Gedanken, mich mehrfach relativ übergriffig in meinen Augen. Immer wieder hat sie dann geschrieben, ich weiß nicht, wie sie heißt. Ich habe sie jetzt, ich habe den Namen vergessen, ich kann mir so keinen Namen denken, interessiert mich auch nicht, ehrlich gesagt. Hat sich immer wieder in die Diskussion bzw. in die netten Ansagen, die mir alle gemacht haben. Und ja, die meisten, alle, bis auf diese eine Dame, hatten wirklich mir Zuspruch gegeben. Und die wurde richtig kiebig. Wenn man sich es nicht leisten sollte, dann sollte man sich vorher überlegen, ob man sich Tiere anschafft. Ja, gut, das mag ja sein. Nur wenn ich mir mein Leben lang vorher überlegt hätte, ob ich mir die Tiere anschaffen könnte, wären ein paar hundert Tiere mehr tot. Weil die haben wir nämlich alle aufgenommen und haben es alles mit unserem eigenen Geld bezahlt und haben keinerlei Zuschüsse bekommen und haben über 20 Jahre einen privaten Gnadenhof finanziert. Und ganz ehrlich, kotzt mich gerade so richtig gehend an. Von morgens bis abends kotzt mich so ein Verhalten an. Daraufhin ist sie auch immer...
wieder, immer wieder, bis ich dann auch schließlich drunter geschrieben habe, es reicht mir jetzt, ne? Es ist jetzt genug, jetzt ist es unerwünscht hier. Kotzt sich da unter meinem Beitrag auch. Ich meine, jeder weiß, ich habe es wirklich nicht einfach. Mein Mann ist gestorben. Ich bin ganz alleine mit all dem ganzen Prassel. Ja, glaubt ihr mir, ich habe mir das vorher überlegt? Ja, okay. Dann habe ich Rogal schon drunter geschrieben. Ja, okay, alles, was Geld kostet, jage ich auf der Straße. Fandst du auch nicht komisch. Also im Grunde ist das eine Unverschämtheit, eine Übergriffigkeit ohne Ende, wo ich wirklich überlege und denke, was bilden sich Menschen eigentlich ein, mit wem sie es zu tun haben? Man kann doch nicht einfach... Wie soll ich sagen? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Da kommt noch was rein, das mache ich gleich. Machen wir hier weiter. Also, dann wurde sie darauf immer wieder penetrant, beharrte sie darauf, man müsste seine Tiere finanzieren können und man müsste die krankenversichert haben und. Also erstens ist kaum ein Mensch privat in der Lage. Als wir anfingen mit Tieren, hatten wir 40, 50, 60, 80 Tiere. Wir haben jetzt nur noch 2 Hunde und 8 Katzen, aber selbst das übersteigt das, was ich als Krankenversicherung irgendwo bezahlen könnte, zumal ich ja auch eigentlich nur jetzt noch bis auf Smilli-Milli, alles andere sind ja ältere Tiere. Die Hunde sind alt und auch die Katzen sind zum großen Teil alt, sogar noch älter als die Hunde. Wie hier nicht muss man sein und wie bekloppt muss man sein, wenn man jemand in meiner Lage vorwirft, dass er die Tiere nicht krankenversichert hat. Ja? Dann, ganz ehrlich, man fasst es nicht, man begreift es nicht, man begreift solche Sachen nicht. Nein, man begreift es leider nicht. Nein. Und dann haben auch schon andere, haben sie auch schon angesprochen und sie sollte doch jetzt endlich Ruhe geben. Das wäre doch schon wirklich sehr grenzwertig. Und daraufhin hat sie sich mit denen dann auch noch in die Wolle gekriegt. Alles unter dem Beitrag, wo ich schreibe, meine Mia ist krank. Man kann es nicht fassen, so eine Dreistigkeit. Nein, das muss man auch mal dann irgendwann auch mal sagen. Mir ist echt der Kragen geplatzt. Ich habe sie blockiert. Ich habe sie entfreundet natürlich als erstes. Ich habe sie blockiert. Ich meine, ihr könnt ja denken, was ihr wollt. Das ist ja jedermanns Recht. Natürlich, selbstverständlich. Aber ihr braucht euch nicht vorstellen, dass ihr euch auf meiner Seite, auf meine Kosten auskotzen könnt. Das könnt ihr nicht. Ne? Und bevor ich das Maul über fremde Menschen aufmache, ja, da muss ich doch mal erstmal informiert sein, was ist mit dem denn überhaupt los? Warum ist das denn jetzt so? Ja, das gibt ja einen guten Grund, warum das alles so ist, wie es jetzt hier ist. Und wenn man sich nicht mal die Mühe macht, darüber nachzudenken und einfach nur da rumtrötet und rumtrompetet und frech wird noch im Endeffekt und sich dann noch angepisst fühlen und dann noch... Zur Krönung, jetzt kriegte ich heute einen Kommentar bei, ich muss mal eben gucken, bei, Sekunde, bei YouTube, da hatte sie eine Freundin, beste Freundin vorgeschickt und die kotzt sich da auch noch bei mir aus, ja, was ich doch für unverschämt und schreibt doch drunter keine Diskussion mit mir. Hör mal, hat irgendjemand von euch jemals erlebt, dass ich über irgendwas überhaupt diskutiere? Ist euch das vielleicht schon mal aufgefallen? Diskussionen sind mir wesensfremd, ja? Und ich finde es eine natürlich ist der Kommentar just gelöscht worden. Der Name interessiert mich nicht, mich interessieren solche Leute einfach gar nicht. Ich habe keine Ahnung, wie die heißen. Ich habe mir es auch jetzt nicht vorgemerkt. Taucht da noch irgendwas in der Form aus, wird das alles blockiert? Das ist ja der Vorteil, wenn man in solchen Medien unterwegs ist. Man kann sich so einen Scheiß vom Hals halten. Ne? Und dann hat ihr die Wortwahl nicht gepasst und dann hat ihr dies nicht gepasst und dann hat ihr... Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man mich jetzt so direkt mal fragen würde, mir passt so manches nicht. Ne? Vor allen Dingen passt mir nicht, dass ich mit Menschen auf dem Globus bin, auf dem gleichen Globus bin, die da meinen, von mir keine Ahnung haben, von meinem Leben, meinen, mich ankotzen zu müssen und dann noch pampig zu werden. Also es gibt ja alles, für alles gibt es ja Grenzen, ne? Das muss ich ganz offen und ehrlich sagen. Ja. Für alles gibt es Grenzen und die sind ganz klar, ganz komplett klar überschritten worden. Ja, ihr wisst, dass ich jemand bin, der ganz schön schnell aus der Buchse rausspringt, wenn er wütend ist. Und ich bin wirklich angepisst, da gibt es gar kein Vertun. Oh, jetzt hab ich noch irgendwo Spitze? Nee, ne? Kann ich nicht machen. Aber ich muss das loswerden, sonst kriege ich Magengeschwür. Ganz ehrlich.
Die Sorgen, die fliegen mir um die Ohren und ich habe mit solchen, ja, was sagt man da eigentlich auf Bayerisch? Die haben doch so wunderbare Pissguren. Ich weiß ja nicht, was Pissguren heißt. Also heißt das sowas wie Pissflitsche oder, ist ja Dialekt, ne? Ist ja einfach nur Dialekt. Ich weiß nicht, was eine Pissguren ist. Hört sich auf jeden Fall so an, als wenn es nicht irgendwie ganz erstrebenswert ist. Okay, ja, muss sein. Kann man nicht anders ändern. So. Ich habe das Buch jetzt grundlegend stabilisiert. Und zwar aus diesem Grunde, warte mal, ich zeige es euch sofort. Ich muss mal eben die Seite suchen. So, hier, wir machen da was drüber. Das wird noch ein bisschen schöner. Hier und hier. Ich hatte nur den Washi und da war drunter auch hier ein Washi. Und wenn das jetzt für mich nur gewesen wäre, dann hätte ich das ins Regal gestellt und hätte gesagt, okay, alles gut, alles prima. Aber wenn man das jetzt öfter in die Hand nimmt vielleicht und... Es ist nicht für mich, es geht ja aus dem Haus, so sage ich mal. Dann möchte ich das auf jeden Fall ordentlich haben. Ne? Und da muss ich noch Seiten suchen. Ich habe die immer noch nicht wiedergefunden, ich glaube es nicht. Also, habe ich hier irgendwas zum Einsteckern? So? Das geht unter, das ist zu... Nee, da brauchen wir ganz was anderes. Da hätten wir noch sowas, passt das rein? Wäre eine schöne Schreib... Ja, das passt rein. Wäre eine schöne Schreibseite. Habe ich das noch hier irgendwo? Dann mache ich da sofort... Also warte, mache ich sofort einen Reiter dran. Genau, dann haben wir hier eine schöne Schreibseite schon mal drin. Das ist ja schon mal prima. Wollen wir mal gucken, was wir noch so haben. Ach, guck hier. Haben wir hier was Schönes? Ja, oder die... Nee, das mit dem Muster ist nicht so schön. Ein bisschen neutraler wäre schon schöner gerade, ne? Muss ich sagen. Ja, oder wir können... Wir können noch einen anderen nehmen, wir können den nehmen. Den mit dem Vogel, der ist süß. Nehmen wir den mit dem Vogel. Der ist richtig niedlich. Genau. Da brauche ich aber einen anderen Kleber, damit das ein bisschen ordentlich gemacht wird alles. Aber ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Ich stehe im Wald, denke ich. Also manchmal denke ich, ich stehe im Wald, ne? Es ist auch so eine Erwartungshaltung mir gegenüber. Ich habe das vorhin wieder festgestellt. Sicher, ich weiß, ihr meint das mit Sicherheit, die meisten werden es gar nicht böse meinen oder so. Da kriege ich eine Mail. Ich habe extra alles nachgeschaut. Ganz vorwurfsvoll, ich hätte nicht geantwortet. Und wirklich, wäre ja auch zu Recht, weil eigentlich gehe ich auf jede Mail. Und wisst ihr, es ist so, ich habe da schon ein paar Mal Ansagen bekommen. Ihr könnt mir gerne Mail schicken, selbstverständlich, freue ich mich drüber. Ich lese auch alles. Ich gebe auch immer eine Antwort. Also ich antworte immer, aber kurz, weil ich kann es nicht. Ich kann nicht jetzt mit so vielen Leuten in intensiven Briefkontakt schreiben. Das halte ich ja gar nicht aus. Wann soll ich das noch alle machen? Also ganz ehrlich, aber dann kriegte ich gerade eine Mail und ich hätte nicht geantwortet und dies und dies. Und mir sagte das überhaupt nichts. Und dann kann aber gut sein, weil ich ja Namen sowieso ganz große Probleme habe und nie weiß. Habe mir die Mühe gemacht, habe mir alles durchgeschaut, was angekommen ist. Also das ist schon geordnet, so Bastelbereich und Geschäftsbereich oder was man kauft oder so. Ne? Das ist schon geordnet bei mir. Habe mir trotzdem alles andere auch noch angeguckt und der Name taucht überhaupt nirgendwo auf. Ich habe gar keine Mail hier. Also... Mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Habe ich auch sofort hier zurückgeschrieben. Tut mir leid, ich habe da gar keine Mail vorgefunden. Ich weiß nicht, was da schiefgelaufen ist, aber ich habe keine. Ja, es ist, aber ihr müsst nicht denken, ich lese das, ich nehme auch Anteil an vielen Sachen. Aber bitte, ihr müsst auch ein Einsehen. Ah, warte mal, können wir da was machen mit diesem ganzen schönen Zeug hier? Wär zu doll, oder? Guck mal, hier ist ganz kaputt. Können wir das flicken? Versucht das gerade mal zu flicken hier. Das könnten wir vielleicht schaffen. Ja, ich gucke mal. Ich gucke nur mal. Es ist nur ein Gucken, mehr nicht. Hier habe ich noch eine ganz schöne. Die passt nicht. Wie wäre es mit der roten? Das gefällt mir nicht. Ich gucke mal was anderes. Ich habe mal vielleicht die Idee, ob ich ein großes Washi habe. Es könnte ja sein, dass vielleicht mal eins von den ganz großen passen würde, die man ja sonst praktisch nie gebrauchen kann. Ich würde da was finden. Was, ja, farbtechnisch haben wir hier zum Beispiel die Schmetterlinge würden da schon passen. Gucke mal hier weiter. Das sind ganz große, die passen nicht.
Würde das passen? Ja, es würde passen, aber es sähe nicht aus. Puh. Ui, ich hätte sonst Schrift noch. Das wäre, rot ist zu hell. Oh, blau geht nicht. Moment, Moment, das würde gehen, aber es... Ach Mensch, das ist zu groß. Shit. Oh Mensch, jetzt habe ich gedacht, was habe ich denn da noch? Passt auch nicht. Ist auch zu groß. Guck, wo Schrift ist und so weiter, könnte man gut nehmen. Aber nein, ist zu groß. Was habe ich denn da noch? Ach, das ist süß. Ja, aber das ist auch nichts. Nee, das passt nicht. Also ich würde zur Schrift tendieren, dass ich das einfach mit der Schrift mache und die dann einfärbe. Das müsste ja eigentlich klappen, ne? Denke ich jetzt mal. So, dass das halt nur so ein bisschen verdeckt ist. Es ist halt geflickt, ne? Es ist ja auch ein altered book. Also, nur wenn ich es abgebe und dann denke ich, wenn es dann kaputt gehen sollte, an der Stelle richtig gehen, das wäre mehr als blöd. Dem wollte ich vorbeugen und habe ein richtiges, dieses schöne, dieses Nassklebeband genommen. Also das ist ja wirklich super, super, super stabil. Ich finde das richtig klasse. Da freue ich mich, dass ihr das mir also mal geschickt habt, damit ich das kennenlernen konnte, weil das kannte ich überhaupt nicht. Ne? Ja, manches ist wirklich nicht zu begreifen. Was ist das jetzt für eine Farbe? Burlap. Ui. Ein Moment. Pinselchen vielleicht mal her und Antiklin. Vielleicht mal versuchen wir mal den hier. Mal gucken, ob wir da ein bisschen. So richtig sehe ich nichts, ne? Sieht man hier was? Zu hell, ne? Das ist zu hell. Mal gucken, ob wir was anderes haben wir denn hier. Ein Moment, hier ist noch was. Also nochmal Antiklin, ne? Da kommen wir vom Regen hier drauf. Da wollen wir nicht. Dann versuchen wir Tea-Dye. Also, ich habe das Gefühl, ich habe was am Auge. Ich sehe nichts. Oh Gott, ist das anstrengend. Wie ist das denn hier? Shabby Shutter. Kommen wir da drauf zurück. Könnt ihr mir das glauben? Ich sehe es einfach nicht, dass da irgendwas sich tut in der Sache, oder? Ich finde es ja merkwürdig. Ground Express, ach komm. Jetzt kommt die Geheimwaffe. Jetzt tut sich was. Jetzt tut sich was. Jetzt machen wir auch hier noch so ein bisschen drauf. Hier noch so ein bisschen drauf. Okay. So, dann suchen wir die andere Seite. Oh, hätte ich schon wieder. Da. Und, na komm raus. Hat sich da doch festgezwitschert. Komm raus. So, dann machen wir den Deckel. Ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt, aber ich weiß, es ist schwer vorstellbar, aber ich bin auch nur ein Mensch. Ne? Ich meine, ich habe wirklich viele Sorgen und fühle mich sehr, sehr schlecht und raff mich praktisch täglich auf, damit ich überhaupt noch in die Pötte komme. Raff mich wirklich auf und trete mir von morgens bis abends auf gut Deutsch in den Arsch, damit ich überhaupt noch was mache. Aber, tja. Ich habe einfach... ich weiß, dass viele richtig böse sind auf mich, weil ich diese E-Mails nicht ausführlichst beantworte. Aber ich weiß nicht, ob ihr das nicht verstehen könnt. Ich habe einfach die Kraft nicht dafür. Ich kann es einfach nicht. Bin einfach nicht in der Lage, das alles in Ausführlichkeit. Ich lese alles, ich nehme es zur Kenntnis. Mir tut es oft auch leid. Ihr könnt mir das alles gerne schreiben, selbstverständlich. Aber ihr müsst verstehen, dass ich nicht auf alles eingehen kann. Das kann ich nicht. Ich bemühe mich schon immer. Aber ihr dürft nicht mehr verlangen, als ich leisten kann. Ne? Das geht einfach irgendwann nicht mehr. Ja. So, es sieht jetzt ein bisschen besser aus. Ich will nicht sagen, es ist ganz super schön, aber es sieht etwas besser aus. Und, ach, ich weiß, hier kam noch was rein. Ne? Ich überlege nämlich gerade. Hier hatte ich was drin. Das habe ich woanders jetzt reingeschoben. So ein Kärtchen war das. Habe ich denn vielleicht noch irgend so ein ähnliches kleines Kärtchen? Das passt jetzt nicht.
Warte mal, ich gucke. Ich habe noch hier unten drunter auch so Sachen liegen. Vielleicht können wir da was. Hier ist doch sowas Gelbliches. Hier, das ist schön. Das nehmen wir. Das ist schön. Ja, also ich sag's nach wie vor, jede Hilfe nehme ich für Mia dankend gerne an. Es ist nur eine Bitte. Es ist auch noch nicht mal eine Bitte. Es ist nur, dass ich sage, es ist gar kein Muss. Ihr könnt es absolut ignorieren. Ihr könnt absolut drüber weggehen. Nur wer meint, er möchte mir irgendwie helfen oder mir helfen, dann gerne. Aber ihr müsst einsehen, dass ihr trotzdem, auch wenn ihr sagen wir mal, ich sage es jetzt mal hart, wie es ist, ich sage es klipp und klar, ich sage mal, wenn ihr 5 oder 10 oder 15 Euro gebt oder ich habe keine Ahnung was, dann habt ihr trotzdem keinen Einfluss auf die Entscheidung, die ich fällen werde. So leid es mir tut, ja. Ich kriegte jetzt schon wieder vorhin gerade eine Mail und dann wurde ja auch wie gesagt, ja, welcher Arzt und wo ich wäre und dann sollte ich doch nach Versmold fahren. 30 Kilometer ist doch kein Problem. Ich weiß nicht, in welchem Land ich lebe, aber ich habe doch keinen Tierarzt. Ich bin jahrelang in Versmold beim Arzt gewesen. Da habe ich aber auch in Herzebrock gewohnt und hatte meinen homöopathischen Tierarzt da, der gar nicht mehr da ist seit vielen Jahren. Ja, das habe ich alles hinter mir. Aber ich fahre doch nicht von hier aus. Gott, ey. Und dann so vorwurfsvoll, man könnte ja wohl mal 30 Kilometer für den Hund fahren. Ja, ist ja nicht nur einmal hin. Ich bringe ihn hin, ich muss noch mal hin, ich muss zur Nachkontrolle. Sag mal, überlegt ihr denn überhaupt, was ihr sagt? Ich verstehe das manchmal nicht. Ganz ehrlich, ich verstehe das manchmal nicht. Man kann Vorschläge machen, selbstverständlich kann man das, aber man kann nicht fordern und sagen, ja, pff, das geht einfach nicht. Habe ich da nur noch diesen einen Vogel? Dann klebe ich den jetzt dahin, dann ist er weg. Nein, das kann man nicht machen. Ich kann auch irgendjemanden unterstützen und das habe ich oft genug getan. Mein ganzes Leben lang habe ich, wenn ich Geld über hatte, Tierschutz und Tiere und was weiß ich unterstützt und habe es auch teilweise Menschen gegeben und so weiter. Brauchen wir gar nicht drüber reden. Ach nee, da ist noch einer hier. Okay, dann mache ich die beiden da drauf als Elemente. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht noch einen habe. Und da kann ich dann auch nicht hingehen und sagen, ich gebe dir 50 Euro oder 10 Euro oder 5 Euro und jetzt habe ich das große Sagen und sag dir, wie es geht. Das geht doch überhaupt nicht. Ne? Wollen wir hier noch ein Dings drauf machen? Sieht das aus? Nee, nicht gut. Hier könnten wir noch eine Bordüre drauf machen. Ich gucke gerade mal. Hier ist noch eine schöne. Die ist sehr schön, diese hier, muss ich sagen. Die habe ich noch gar nicht genutzt, aber die wäre auch sehr schön, oder? Wollen wir die nehmen? Ja, ich glaube, ich nehme die. Die nehme ich noch. Die gefällt mir gut. Die reiße ich aber auch ab. Ja, es ist. Ihr fragt immer, wie kann das sein, dass du immer solche Ansagen kriegst? Ich kann es euch nicht sagen. Ich könnte euch die zeigen, weil es wird schon angezweifelt, ob es die gibt. Aber natürlich kann ich das so nicht machen. Das kann ich schon. Sind ja an mich geschickt worden. Aber das mache ich natürlich nicht, um denjenigen nicht. Ich bin halt zu fair, wisst ihr? Das ist mein Problem. Ich bin halt ein faires Kerlchen, ne? Hau ungern Leute in die Pfanne oder beleidige auch ungern Leute, ne? Das ist nicht so meine Art, ne? Normalerweise. Und eins wundert mich immer wieder, wenn euch die Wortwahl doch so dermaßen stört, dann müsst ihr doch, geht doch, es gibt doch so viel politisch korrekte Leute, die nur von ihrem Basteln reden, von ihrem Kleber und von ihrem Dings und dies und dies. Das ist doch kein Mangel dran. Es gibt doch Bastelkanäle wie Sand am Meer. Ist doch schon inflationär. Muss doch jeder einen Film machen heute. Ja, ist doch so. Ja, und auch nicht bös gemeint. Ist einfach eine Feststellung, okay? Ich bin immer noch nicht fertig, aber ich werde das jetzt in Ruhe in den nächsten Tagen fertig machen, meine Liebe, dass du Bescheid weißt. Ich brauche da noch ein bisschen Ruhe und noch gucke noch mal nach, was ich vielleicht noch finden kann. Ich weiß noch nicht genau. Bis jetzt geht es. Es ist noch nicht super dick. Ich habe es schon gepresst. Es ist schön. Ich überlege, ob noch unbedingt ein Verschluss dran muss. Aber siehst du, hier kann man das sehen. Die beiden Seiten, die springen so ein bisschen raus. Aber die sind jetzt super sicher eingeklebt. Also da kann dir jetzt nichts passieren, dass man sie verlieren würde. Ich sage für heute Tschüss. Es wäre nett, wenn ihr mir die Daumen drückt, beziehungsweise mir die Daumen drückt, dass sie erstmal über dieses Wochenende kommt. Es wäre kein Tierarzt da am Start, der sie operieren würde, wenn es jetzt irgendwelche Notfälle gäbe.
weil man hat dann Wochenende und dann ist Feiertag und ich habe keine Ahnung, was noch alles. Auf jeden Fall ist es keiner am Start, der dann da wäre. So sieht's aus. Ja. Ja, es ist sehr, sehr traurig. Egal. Also bis Mittwoch müssen wir uns gedulden und hoffen, dass alles gut geht. Ich wollte heute eigentlich gar nichts machen. Ich hatte mir vorgenommen, nach dem Stress morgens mit dem Hund los, dann einkaufen, dann dies, dann das erledigt. Ich wollte mich eigentlich heute ausruhen, aber ich bin da nicht zugekommen, weil man muss ja auch mal auf Sachen antworten, denn irgendwann, wie soll ich das sonst anders regeln, als es im Film zu beantworten, solche Vorwürfe und Vorfälle und Begebenheiten und so, ne? Wisst, wie ich meine? Ja, okay. Ich sage für heute Tschüss. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Ich weiß noch nicht, wann ich filme. Vielleicht morgen oder übermorgen. Ich werde sehen, wie es hier weitergeht bei uns und mit mir vor allen Dingen auch. Ich wünsche euch alles Gute, alles Liebe. Vielen Dank all denen, die nette, freundliche, unterstützende Kommentare abgeben, die uns die Daumen drücken und auch an mich denken. Da danke ich euch sehr für. Ihr wisst das. Ich glaube ja an gute Gedanken, wenn die unterwegs sind. Da glaube ich sehr dran. Und ja, bis dahin sage ich erstmal Tschüss. Auf Wiederschauen. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Hat mich sehr gefreut und ich hoffe, es hat euch etwas Spaß gemacht. Kommt gerne wieder. Bis bald. Auf Wiedersehen. Passt auf euch auf. Auf Wiederschauen.